Hallihallo, heute ein kurzer Tipp zu Diff-Dateien. Diff, was ist Diff denn? Dateien. Ja, wenn man zum Beispiel, ne, man trifft ja öfters mal auf Programmierforen, und wenn man dann zum Beispiel zwei Python-Skripts hat, die man miteinander vergleichen will, zum Beispiel weil man ein altes, nicht richtig funktionierendes durch ein neues ersetzen will, möchte dieses dann mit irgendjemand mal teilen, ja. Dann ist es oft so, dass diese Skripts furchtbar wahnsinnig lang sind. Hier, das hat zum Beispiel 300 Zeilen. Ja, 345. Und das neue Skript, das gepatchte vielleicht, das hat vielleicht auch 300 Zeilen oder wie auch immer. Und man möchte jetzt nicht dem man das erklären möchte, ne? Das hat jetzt eine Zeile mehr, scheinbar, vielleicht sogar noch mehr Änderungen, möchte man mitteilen. Was hat man denn jetzt geändert? Das kennt ihr wahrscheinlich von Programmierforen. Aber wir machen heute zwei Beispiele. Einmal das mit dem Python-Skript und einmal mit einer Partyliste. Das ist für den allgemeinen Gebrauch dann wohl eher. Habt ihr eine Partyliste, wer da alles so eingeladen war zur letzten Party und was es Essen und Trinken gab im April. So. Und im November ist wieder Party. So. Die zweite Partyliste hat jetzt vielleicht die Freundin gemacht und man sieht jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick, was hat die denn jetzt geändert? Wen hat sie ausgeladen und was gibt es denn anders zu essen und zu trinken? Das ist Beispiel 2. Machen wir jetzt beides. Wir machen das vom Terminal aus. Wir haben zwei Ordner, Test und Test 1. Machen wir mal nacheinander. Kleiner Hinweis: Das Programm Diff hat so viele Optionen, dass man hier in einem Video nicht alles zeigen kann. Ich mache nur so das Gebräuchlichste, ne? Also, falls ihr euch die ganzen Optionen mal anschauen wollt, Info Diff, ne? Das Programm Diff benutzen wir hier vom Terminal aus, und wir könnten auch mit Mandiff da mal gucken, was es alles so gibt. Ja, gibt es viele, viele Optionen. Wahrscheinlich alles das, was ihr wollt. Oder diff-help. Kann man auch mal kurz gucken, was da so los ist. Clear. So, wir gucken, wir starten mal direkt los. Wir gehen erstmal in das, machen wir mal das nette Beispiel mit Tante Trude und so, oder? Ja, ich glaube, das ist eingängiger. So, LS. Da haben wir also die beiden Partylisten. Vom April, ne, die Party ist schon vorbei und November ist wieder Party. Wir wollen wissen, was die Freundin jetzt, wen sie ausgeladen hat und wie auch immer. Clear. Ist uns klar. So, dann machen wir ganz einfach Diff. Und wir machen mal minus U. Warum machen wir minus U? Ja, wir wollen vielleicht Unterschiede sehen, aber wir wollen auch gleiche Zeilen sehen, auch die gleich geblieben sind. Standardmäßig ist das hier 3. Das ist genauso wie U3. Ja, wenn wir überhaupt keine gleichen Zeilen sehen, dann können wir minus U0 machen. Das heißt, wir sehen keine gleichen Zeilen. Gut, machen wir das mal so. April. April, April. Das war die Party im April und im November ist wieder Party. November. So, jetzt mal ein bisschen größer, damit man das auch schön hier sieht, die Ausgabe. Und ich drücke jetzt mal Enter. Also, die erste Datei, die wir angeben, ist immer die ältere, ne, hier. Deshalb habe ich die extra mal April genannt und November ist die neuere. Damit man auch die Unterschiede von alt zu neu sieht, Enter gedrückt und wir sehen, was da so los ist. Hier nochmal die Dateinamen und hier kommen so komische Add-Dinger. Ne? Das ist, ja, wenn man von der alten Datei zur neuen wollte, müsste man bei der alten Datei, ja, minus, ne, alte Datei, in Zeile 4 zwei Zeilen ändern, damit man die vierte Zeile der neuen Datei November erhält. Das sind also quasi so ein bisschen so eine Art Sprungmarke und ein Hinweis darauf, ich will ja nicht alles sehen, ich will ja nur die Unterschiede sehen. Mit Minus gekennzeichnet ist ja, die Freundin hat die Schwiegermutter ausgeladen und Bill Gates will sie auch nicht sehen. Nette Freundin. Plus, ne? Plus heißt, das ist hinzugekommen. Linus Torvalds wird anstelle von der Schwiegermutter und vor allem Bill Gates eingeladen. Sehr schön. Und dann gibt es wieder so eine Sprungmarke bis zu einer Stelle, wo sich was getan hat. Also die siebte Zeile. Alte Datei müsste man ändern, um zu 6 und insgesamt 2 Zeilen von der neuen Datei zu kommen. Ne? So, aus der siebten müsste man Bernd Dietzel rausstreichen und dafür 2 hinzufügen.
nämlich zur Rekrana und eine Diana in der Liste der eingeladenen Leute. Gut, was gibt's lecker zu essen? Gut, Minus Kartoffelsalat und Häppchen sind ausgegangen. Stattdessen gibt's Nudelsalat und Hähnchen. Also auch kleine Unterschiede, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Häppchen und Hähnchen hätte man vielleicht übersehen. So, und dann anstelle von Bierwurst und billige Fusel gibt's Bier und Wurst. Auch wieder hier vielleicht nicht so offensichtlich zu sehen gewesen. Und anstatt billigen Fusel gibt's preiswerten Schnaps, obwohl das im Prinzip dasselbe ist. So, clear, das ist uns klar. So, was wäre gewesen, wenn wir anstatt minus U0, einfach minus U, also das wäre gleichwertig mit U3 angegeben hätten. So, dann hätten wir auch immer noch mindestens 3 gesehen, wo beides gleich ist. Ne? Also es hätte erstmal 3 Zeilen uns eingeleitet bis zu der Stelle, wo was kommt. Ne? Das macht es leichter, die Stelle wiederzufinden, wo was geändert wurde. Ne? 3 Stück sind da davor. Gut, also da kommt die Änderung. Schwiegermutter, Bill Gates fliegen raus. Linus Torvalds kommt rein. So, und jetzt kommen eigentlich jetzt wieder 3 Zeilen auch danach, aber weil schon früher wieder eine Änderung kommt, gibt es nur eine Zeile, den Bruder Jakob. Und da kommt die Änderung. So, und jetzt gibt es wieder 3 Zeilen, ne? Das minus U3, Essen und Trinken. Jetzt kann man sich besser orientieren, ne? Deshalb macht man das davor, damit man sieht, wo man patchen müsste. Die Kartoffelsalat und Häppchen, nix und stattdessen Nudelsalat. Und hier kommen eigentlich auch wieder 3 Stück, aber ich habe wieder schon vorher angefangen zu ändern, deshalb sieht man hier nur eine Zeile danach. Bierwurst, billiger Fusel sind rausgeflogen und Bier und Wurst und preiswerten Schnaps gibt es dafür. Clear. So, jetzt möchte man diese Unterschiede wahrscheinlich in eine Datei haben, ist kein Problem. Umleitungszeichen und dann in div.txt zum Beispiel. So, jetzt haben wir in unserem Ordner April, November und die Unterschieddatei. Ne? Jetzt könnte man eine E-Mail an die Freundin schreiben und sagen, was hast du denn da dabei gedacht? Guck mal, hier sind die Unterschiede. Ne? Hallo, wir gucken uns die Div-Test mal an. So, da sieht man dann auch nochmal, das ist die Differenz der beiden Dateien und die kann man dann auch weitergeben. Ne? Das, sowas machen gerne Programmierer. Ja, nicht, dass sie die Tante Trude gerne einladen oder den Bill Gates, nein, sondern solche Dateien weitergeben, weil die schön kurz und knackig sind und jeder kapiert sofort, was gemeint ist von denen Kerlen. Ja, ja, CD-Test, jetzt gehen wir mal in unser Python-Demo LS. Hier haben wir die Python-Skripte, dort würde man genauso vorgehen und sagt diff. Ich lasse einfach minus U, weil in der Regel will man sich orientieren und 3 Zeilen vorher und 3 Zeilen danach haben. Und sagt dann, wie gesagt, die ältere der beiden wird zuerst angegeben und die neuere, die dann quasi der Patch ist, kommt danach. Und das leitet man dann um in eine Datei, zum Beispiel, die nennen wir mal patch.diff. Enter. Und schon ist das passiert. Und wir können uns die Datei natürlich nicht nur mit Nano anschauen, sondern wir könnten auch mal ganz normal einen Editor reingehen. Ne? Wer lieber im grafischen Modus arbeitet, sieht dann die Patch-Differenz. Dort sind dann oftmals auch die Unterschiede ein bisschen besser zu erkennen, je nachdem, welches Farbschema euer Anzeigeprogramm hat. Hier in dem Fall Gedit. So, mit so einer Div-Datei kann natürlich ein anderer, der meine Patches kontrollieren will, sofort besser umgehen. Er sieht, aha, da hat er was hinzugefügt und da hat er was rausgenommen. Da steht ein Minus davor und da hat er wieder was hinzugefügt. Und ruckzuck ist klar, wo habe ich dann rumgefummelt? Das hat er gelöscht, der Kerl, und das hat er stattdessen dazugefügt. Das kam dazu und das ist weggefallen und so weiter. Hat eine schöne, kurze, knackige Datei und ich brauche nicht mit Händen und Füßen erklären, du müsstest mal das ändern und dann nimmst du auf Zeile 730 das raus. Nein, Div-Datei rübergeschoben und fertig. Und damit ist das Video wieder durch. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.